willkommen. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, zur Folge 99 mit der Frage, die im Raum steht: Wann kommt die Dreistelligkeit? Ab wann? Warte mal, ab wann haben jetzt die Leute zugehört? Ab dann, wo er losgelegt hat. Richtig. Hallo, mein Gott, nicht okay. Vorher. Ich dachte, du hast damit losgelegt. Was hast du denn gesagt? Ja, nichts, hat man ja nicht gehört. Alles ist gut. es ist alles gut. Guten Tag. Hi. Ist alles gut. Hi. Hiobs Botschaften. Der Plankenschlag wird sehr kurz heute. Ja. Der wird zumindest anormal. Anormal kurz. Anormal kurz und anormal inhaltlich. Anders. Anders. Hi. 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 Machen wir noch, wie waren unsere letzten zwei Wochen? Ja, sicher. ehrlich jetzt? Warum nicht? Hm. Nee, würde ich nicht machen, ehrlich gesagt. Sie ist heute nicht in Redelaune. Ja, merke ich schon. Willst du noch GTA spielen oder was? Schnell los? Ja, auch, aber das hat damit nichts zu tun. Ach so. Ich glaube, wir sollten gleich auf den Punkt kommen. Auf den Punkt kommen? Hm. Sofort? Klar. Das Leben geht weiter. Und man entwickelt sich weiter. Ah. Gibt Sachen, die brauchen mehr Raum. Es gibt Sachen, denen kann man nicht mehr so viel Raum einräumen. Gut, oder? Ja. Kein Sie ist schwanger. Mehr. Vorspiel ist für Anfänger. Vorspiel ist für Anfänger, richtig. Vorspiel ist für Anfänger, oder für Leute, die wissen, sich welcher Knopf gedrückt werden muss. Ach so. Ich wollte gerade sagen, oder für Leute, die sich kein Gleitgel leisten können, aber gut. So. Es waren schöne 99 Folgen, Freunde der Sonne. Es war sehr schön. Ja. Ich habe Spaß gehabt mit euch. Aber alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Um das mal auf den Punkt zu bringen, der Plankenschnack wird für vorerst eingefroren. Wir haben jetzt 4 Jahre haben wir das gemacht. Wir haben jetzt die letzten paar Wochen sehr oft zusammengesessen und überlegt, wie wir das hier nochmal irgendwie in was anderes umwursten können, um das für uns auch nochmal angenehmer zu machen, weil das waren ja nur schon ein paar Ausgaben und ein paar Leute, die wir hier hatten und ein paar Themen, die wir besprochen haben. Vorerst wird das nicht mehr stattfinden, weil jeder hat sich irgendwie, wie Sali schon gesagt hat, ein bisschen weiterentwickelt und jeder möchte jetzt erstmal irgendwie für eine Weile das erste Mal dabei direkt abgesetzt. Ja, ich würde mir Gedanken machen an deiner Stelle. Gell, ich schreibe dir gleich noch ein paar Formate, wo ich dich weiterschicke, ja? Also bleib bitte hier. So. Die du nicht leiden kannst, oder was? Ja, bei YouTuber. Wie gut. Wir haben uns dazu entschlossen, nicht kategorisch zu sagen, dass wir gar nicht mehr wiederkommen, weil wir sind ja bekannterweise für euch auch sehr gute Freunde über die Jahre geworden. Und ich glaube, wenn wir uns eine Weile nicht sehen, haben wir vielleicht wieder, weiß ich nicht, vermissen wir uns oder vermissen wir das? Deswegen werden wir das nicht eintüten und nicht schließen und sagen, ey, wir kommen nie wieder. Also wir haben uns nicht gestritten. Nee, genau. Es ist nur, dass wir einfach momentan andere Sachen im Fokus stellen und wir nicht möchten, dass der Plankenschnack darunter leidet, so dass der qualitativ dann einfach abnimmt und ja, es passt einfach momentan nicht mehr rein. Wir haben über alles gesprochen, was so aktuell war. Und es ist die Luft etwas raus. Ja. Und das und ist ja nicht das. Ihr seid nicht schuld. Und Mutti und Vati haben sich noch lieb. Keiner von uns hat auch Schuld. So, wir hätten euch gerne irgendein Drama gegeben, dass Herr Newstime uns noch irgendwie hätte berühmt machen können oder so. Oh, shit. Aber ist halt nichts passiert. So. Oh wow, wir hätten da voll was draus machen können. Ja. Oh. Mit eigenen Hashtag und wieder, alles drum und dran. Nee, und wieder alles langweilig. Scheiße, morgen muss ich noch ein Video rausbringen. Da muss ich aber nochmal ganz schnell ein Video aufnehmen. Ja.
Noch ein paar WhatsApp-Mitteilungen liegen und so. Ja, die nicht vorhanden. Außer, ey, Dizzy, du hast das Video nicht aufgenommen. Weiß ich, Entschuldigung, Sali. Wir haben Meeting gerade. Aber ich stream doch noch. So war das Ende übrigens. Ich glaube, heute ist kein Meeting. Anderthalb Stunden später. Eineinhalb Stunden später als Antwort. Ich glaube, heute ist kein Meeting. Das war so. Und dann als Rückantwort, ich glaube auch, fand ich großartig. Das war tatsächlich so, ja. Ja, wir wollen auch weiterhin miteinander befreundet bleiben. Und was guckst du jetzt so? Ja, das klang gerade so, wir wollen ja auch weiterhin. Ja, da muss man ja. Wir wollen ja auch. Wir wollen ja auch. Wir wollen ja auch. Ja. Der Geist ist willig. Doch das Fleisch ist lahm. Richtig, es ist einfach, die Luft ist raus, Leute. Es ist alles besprochen worden. Es gibt nichts. Wir könnten uns jetzt noch irgendwo auf irgendwelches Drama stürzen unter diesem ganzen Plunder, aber das würde uns allen nicht gerecht werden. Nee. Und genau deswegen Pause. Cut. Und vielleicht sehen wir uns wieder. Und wir machen den Sack nicht endgültig zu. Genau. Sondern ne, wir lassen das uns gerne offen, dass wir vielleicht man weiß nie, wiederkommen mit einer tollen Idee, mit irgendwas anderem. Man, einfach offen lassen. Es ist nur, hier ist der Weg vorerst zu Ende. Und das Schöne ist, es wäre ja dann, wir würden ja dann wieder mit der 100. Folge beginnen. Wiederkommen. Na? Mit einem Paukenschlag, ne? Wenn, dann schon richtig. Wenn. Übrigens, aber wir wollen jetzt Luftschlösser bauen. Um das auch noch zu sagen, alles, was wir mit den Subs und so eingenommen haben, bleibt alles liegen. Es wird nicht angefasst. Wie wir das gesagt haben, ist alles noch da, wird kein Cent ausgegeben. Vielleicht wird die 100. Folge wirklich eine komplette Pauken- und Trompetenzerstörung. Who knows? Who knows? Wir kaufen uns 500 Melonen und werfen sie vom Hochhaus. Oh. Gut, das Idee. Sowas. Ja, gut. Dankeschön für 99 Ausgaben, die ihr verfolgt habt. Alle 99 Folgen würde es bei YouTube geben. Nicht alle. Ja gut, ein, zwei sind verschollen. Manche sind verschollen, aber das sind nur zwei, drei, maximal vier. Die wird es alle bei YouTube geben, die wird es alle bei Soundcloud geben und die wird es alle bei Spotify geben. Die werden da nicht runtergenommen, die werden nicht verschwinden, die sind immer noch da. Also falls ihr irgendwann mal auf dem Sonntagabend da sitzt und ihr habt so ein bisschen Schüttelfrost und merkt gerade, dass ihr auf Entzug seid, könnt ihr dort reingucken. Der Dizzy lädt auch immer noch fleißig die ganzen Folgen hoch, ne? Ja. Weiß ich, bei irgendwo 30. bei 20 bist du gerade, ne? Irgendwo bei Anfang, Ende 20, Anfang 30. Ende 20, Anfang 30, so. Das lohnt sich vielleicht auch mal in die alten Geschichten reinzugucken. Also 2015, nee, 2016 müsste das jetzt sein, ne? Ja. So, 2015 haben wir angefangen. Von daher, genau. Ansonsten, es gibt ja auch jede Menge gute weitere Formate, auch neue Formate auf Twitch, so, die das hier ähnlich machen. Kann man auch immer noch reingucken, ne? Also hier zum Beispiel Maschine TV, jeden Morgen, machen einen sehr guten Job. Ja, einen sehr guten. Bei denen haben immer sehr interessante Gäste und die machen das sogar täglich. So nicht alle zwei Wochen, sondern wirklich täglich. Und viele weitere Streamer, die halt auch schon lange in dem Talk-Format dabei sind. Also nur weil wir jetzt nicht jeden zweiten Sonntag hier sind, heißt ja nicht, dass das Format ja nicht mehr da ist. Von daher, da kann ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Hey, die mache ich einfach zum Streamer der Woche. Haha, habe ich schon einen. Mein Streamer der Woche, Maschine TV. Machen wir Streamer der Woche? Nö. Habe ich jetzt einfach mal gemacht. Ach so, ja gut. Maschine TV. Ja, Maschine TV wollte ich auch nehmen. Also, dann sind wir ja uns einig. Ganz klar. Ich sage Tschüss, Leute. Vielen Dank.
Auch an die Leute, die mich nicht leiden können, dass ihr 99 Folgen mit mir ausgehalten habt. Tschüss. Macht euch eine schöne Zeit. Vielleicht sehen wir uns wieder. Auf Wiedersehen. Oh, ich muss noch ein allerletztes Mal, muss ich gleich nochmal. Oh, Sali, vorsichtig. Ich weiß nicht, ob wie laut das ist. Oh, Scheiße. Nein, ich kann, doch, es geht nicht. Schade, ich wollte es eigentlich machen, aber es geht nicht. Wow. Scheiße. Naja. Kann ich es vielleicht so, ich finde es noch, warte. Ich würde doch kommen, alles für den Stream. Alles für den Stream. Scheiße. Sorry, ich glaube, ja. Das habe ich mir schon gedacht. Tschüss. Alles für den Stream, oder? Ein allerletztes Mal kriegt ihr es noch. Komm. Ich mach das. Geht nur in der Szene, oder was? Nee, ich hab. Es ist schwierig. Gerade. Computer! Ruhe. So. Fertig. Gleich. Und sonst so? Ja, läuft, ne? Ja. Okay, jetzt. Ein allerletztes Mal. Für euch da draußen. Also, erstmal. Twitch News. Sind ja gar keine Twitch News. Heute in den Twitch News, der Plankenschnack wird abgesetzt. Sehr gut. Das waren die Twitch News. Auf Wiedersehen. So, ja, war schön. Danke ja. Auch an euch beiden natürlich. Für die schönen vier Jahre. Also im Oktober wären es 4 Jahre gewesen. Das ist keine gute Zeit. Danke auch, dass ihr mal hier zugeguckt habt und bei all den Themen dabei wart. Und ja, war eine geile Zeit. Ich werde es jetzt nicht singen, das ist zu cheesy. aber ja, es war schön. Es war eine schöne Zeit mit euch. Es war eine schöne Zeit mit euch beiden. Wir können ja auch Freunde bleiben. Ja, ausnahmsweise. Dem steht jetzt nicht ja mehr Freunde so viel bleiben. Im Weg. Ah, schön was. Ja. Ich schreibe jetzt einen Brief, den ich nie an euch abschicke. Muss jetzt ruhig sein. Echt jetzt? Was denn? Und jetzt conte partido. Calzone. Ich hoffe, die Leute hören das in einer besseren Qualität als wir. Ja, tun sie. Okay. Jetzt kannst du auch in die Szene wechseln, eigentlich, oder? Willst du noch winken? Es gibt keine. Es gibt nur eine Pausenszene. Tschüss-Szene? Nee, sowas haben wir nicht. Gleich geht. Tschüss von der Sonne.